Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir was ganz Wildes. Das erste, was ich euch zeigen muss, ist hier diese super geile Ladestation. Oben mit Solar und unten wird das Auto geladen. Perfekt. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir unterwegs zu einer Hängebrücke. Das ist sowas Ähnliches wie das hier, nur natürlich in richtig groß. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Habt eine Menge Spaß und wir sehen uns dann auf der Brücke. Ja, dann lasst uns mal loslaufen. Ja, das ist doch mal ein spannender Tag. Heute geht's auf die Hängebrücke. 350 Meter lang. Wow. Und die hängt in der Mitte durch 25 Meter. Das wird ja richtig heiß. Ja, haben wir hier schön gemacht. Hier gibt es noch ein Restaurant. Also ich muss sagen, das ist wirklich perfekt, diese Gegend hier. Ja, schauen wir nochmal hier. Also da hinten ist, wie gesagt, die Ladestation. Das ist echt super perfekt. Hier haben wir noch ein Infocenter. Gucken wir mal da rein, was da gibt. Schauen wir mal hier die Karte an. Das scheint auch nicht weit zu sein. Da gehen wir mal los. Kann man sich ja auch ein Fahrrad ausleihen. 3 Stunden 10 Euro. Und übrigens, alle, die nicht elektrisch laden, die stehen da hinten auf dem Parkplatz und bezahlen viel Geld. Also ist doch cool. Elektrisch fahren hat sich wieder rentiert. Wenn ich gewusst hätte, dass das so weit ist, dann hätte ich doch das Fahrrad genommen. Besser wäre es gewesen.
probieren wir mal hier aus. Hoch. Uppa. So, also die erste Brücke habe ich schon mal geschafft. Welch ein Ausblick. Sehr schön. Probieren wir auch noch mal rüber zu gehen. Wallalala. Ja, ups, da fällt mir ja gleich runter. Sehr schön. Einmal über die kleine Hängebrücke gegangen. Sehr gut. Und weiter geht's. Und dann da? Ja, genau. Hi guys, here we go. So, hier sind wir an der Wegkreuzung. Da vorne gibt es einen Pfeil, der geht nach rechts. Hier gibt es ein Schild, das geht nach links. Ein Weg ist dort und ein Weg ist da. Wir nehmen mal den mit dem Pfeil hier. Also, hoffentlich ist es auch der richtige Weg. So, nächste Wegbiegung. Mal schauen, ob wir vorhin richtig gewesen sind. Ah, hier gibt es ein Schild. Hängebrücke, Geierlee, 100 Meter. Na, dann sind wir richtig. Boah, hätte ich doch lieber das Fahrrad genommen. Ich sag's dir. So, hier geht's zur Brücke. Hängebrücke, 50 Meter nur noch. Na, das ist doch was. Sie in der Kamera sieht. Also das schaukelt hier schon ganz ordentlich. Das haben sie schön gemacht. Wow, also bis da vorne, man sieht da vorne hinten den Bogen und an dem Bogen ist der tiefste Punkt. Da versuchen wir nochmal hinzukommen. Also Deutschlands längste Hängebrücke mitten im Hunsrück. Sehr schön. Ja, macht Sinn. So, und jetzt wieder zurück über die Brücke und dann gucken wir mal nach unseren Gastgebern. Essen, trinken. Übernachten brauchen wir nicht. Hier gelten Sicherheitsregeln. Alles auf eigene Gefahr. Nur für geübte Wanderer. Also. So, jetzt waren wir auf der Brücke, jetzt gehen wir den langen Wanderweg zurück. Und zwar führt er uns unter die Brücke und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Das Ganze ist, wie vorhin auch in dieser Anzeigetafel gezeigt, nur für geübte Wanderer. Also, da bin ich mal gespannt, als ungeübter Wanderer, ob ich das auch hinbekomme.
Ihr seid mit dabei. Wow, wird richtig spannend. Hier kann man schön die Brücke sehen. So, wir gehen jetzt hier ganz runter in das Tal und dann irgendwo ganz da hinten wieder hoch. Hier gilt es sich jetzt wieder zu entscheiden. Wir kommen von da oben, können da hochgehen oder auch hier runter. Ja, schauen wir mal. 2,3 Kilometer bis Parkplatz und vor allen Dingen bis zum Essen. Ja, dann nehmen wir doch 2,3 Kilometer. Das scheint ja nicht mehr so weit zu sein. Also, dann mal los. Ja, jetzt sind wir unten, hier schön an dem kleinen Bach. Das heißt, ihr wisst ja jetzt, was das bedeutet. Wenn wir unten sind am Bach, wir haben diesen Bach vorhin oben von der Brücke gesehen, ab nun geht es nur noch bergauf. Okay, noch 2 Kilometer bergauf, dann haben wir es geschafft. Ich bin jetzt schon ganz müde. Also, weiter geht's. 2 Kilometer noch. Also alles in allem ist das hier ein toller Ausflug. Rundwanderweg, schöne Attraktion mit der Hängebrücke, super Ladestation, die war wirklich klasse. Und ja, jetzt gucken wir noch, was die Gastronomie bringt. Und dann haben wir alles perfekt gehabt. Würde ich euch empfehlen, kommt einfach mal hierher in den Hunsrück. Hunsrück ist sehr schön. Hier der ganze Baum rumgerissen hier. Wahnsinn, da liegen noch mehr. Rausgerissen die Wurzeln. Durchgang nicht möglich. Super gefährlich anscheinend. Oh Mann, hier der Waldboden ist ja hier komplett aufgeweicht. Alles total weich. Richtig schön hier immer an dem Bach entlang zu laufen. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera hört, aber der plätschert so schön. Ich bleib mal hier stehen. Mal gucken, hört mal genau hin. Super schöne Atmosphäre hier mitten im Wald. Das Ding ist mega steil. Gut, dass wir kein Elektrofahrrad dabei haben. Das hättest du hier nicht hochgekriegt. Oh.
Wow. Wohin? Also Besucherzentrum, 900 Meter hier lang. So, das war doch ganz gut. Also, das einzige Restaurant am Ort. Ja, war lecker. Die anderen haben irgendwie alle zu. Ist wenig los hier. Ja, das war wieder mal ein super Ausflug auf die Hängebrücke. Erst die kleine, dann die große, dann durch den Wald. Also es hat alles gepasst und das Essen war auch noch super lecker. Leicht nach links auf Hauptstraße abbiegen. Ja, jetzt sind wir wieder unterwegs nach Hause. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Ende ausgehalten habt. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal bei irgendeinem irrwitzigen Abenteuer oder was auch immer sonst wir so vorhaben. Ich freue mich auf euch das nächste Mal und vergesst nicht, das Abo dazulassen und natürlich unbedingt die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wieder erinnert werdet. Also bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao.